Hallo und herzlich willkommen zum Dabata. Ich bin die Karima, Malini und Valerie. Ich hoffe, du hast Lust, dich ordentlich auszupowern. Wir haben nämlich 20 Minuten vor uns, die bestimmt anstrengend werden. Wenn du soweit bist und die Musik kommt, dann legen wir direkt los. Roll die Schulter nach hinten unten, Bauch ist fest. Wir starten im Warm-up. Ja, leicht im Squat stehen, walk nach vorne in den Plank und dann wieder zurück. Los geht's. Walk nach vorne, kurz halten, walk zurück, Squat und Stand. Nach vorne, halte im Plank, walk zurück, Squat und Stand. Erstmal ganz langsam reinkommen, dann gewöhne dich an die Bewegung und finde deinen eigenen Rhythmus. Lass die Knie außen, spann den Bauch an. Und dein Po ist hier tief. Squat und Stand. Und du kannst schneller arbeiten oder langsamer, ja? Finde deinen Rhythmus, dein Tempo. Schüttel aus. Okay, Übung 2 im Warm-up. Triple Pulse im Squat. Ein Squat-Jump hinterher. Starte weit. Here we go. 3, 2, 1. Und jump. 3, 2, 1 und jump. Ja, lande soft durch Spannung im Bauch. Und zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Bleib aufrecht und schieb die Knie nach außen. 3, 2, 1 und jump. Jawohl. Wenn du noch nicht springen willst, und dann lass den Sprung einfach weg, ja? Es ist dein Workout. Geh an deine Grenze. Und stopp. Okay, Runde 3 im Warm-up. Burpee, aber ohne Jump, ja? Ganz easy. Ich hoffe, dein Puls ist oben. Und dann starten wir. Squat, Plank, Squat und Stand. 1, 2, 3 und 4. Lass dir Zeit. Alles noch Warm-up. Ja, du landest im Squat. Lässt den Bauch fest. Und im Plank ist dein Po tief. Squat, Plank, Squat und Stand. Platziere deine Hände unter der Schulter. Lass den Bauch schön fest und stopp. Okay, Puls ist oben. Wir starten. Denk dran, Tabata, wenn du nicht mehr kannst, haben wir alles richtig gemacht, okay? Du willst dich auspowern, nur 20 Minuten. Übung 1 ist der Skater. Wir haben hier einen Tabata von 45,15. Das heißt, 45 Sekunden bleiben wir in der Übung. Optional machst du hier einen tiefen Step-Touch, wenn es nicht mehr geht, ja? Steig dann wieder ein, finde einfach deinen Rhythmus. Lass die Knie außen, spann den Bauch fest an. Und deine Brust ist stolz. Hier gleich geschafft. Und stopp. Okay. Übung 2 in Block 1. Burpee mit Jump, okay? Optional kein Jump. Gilt auch für euch, ja? Wie ihr möchtet. Squat, Plank, Squat und Jump. Ja, dein Tempo jetzt. Der Puls sollte so langsam nach oben gehen. Schau mal her. Squat, Knie nach außen. Plank, Po tief. Squat, Knie wieder raus. Und Jump nach oben. Lande soft, spann den Bauch an. Optional.
ohne Jump, ja, kein Problem. Und stopp. Nice, wir kombinieren. 8 Skater, gefolgt von 2 Burpees, okay? Ich zähle am Anfang mit und dann gehst du in deinem Rhythmus weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 2 Burpees, mit oder ohne Jump. Und dann geht's wieder in den Skater. 8 Stück. Wenn du 8 hast, 2 Burpees hinterher. Ja, Kombination von der ersten und der zweiten Übung, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird. Sieht gut aus. Und stopp. Okay, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir schnaufen hier ganz schön. Das heißt, wir wechseln kurz den Fokus und kommen ein bisschen zur Kräftigung, ja? Für die Beine. Alles noch im Tabata-Style. Dann setz dich einmal tief. Lass die Knie außen. Nimm die Hände vor die Brust. Squat Walk. Side to side. Rechts und links. Okay, Regel Nummer 1. Du bleibst tief, ja? Wir wollen hier die Beine ein bisschen ermüden und auch den Booty trainieren. Dann lass die Knie außen, zieh die Schulterblätter zusammen. Jawohl, so ist gut. Dein Bauch ist fest, Brust ist stolz. Also ich glaube, da geht noch ein Zentimeter. Tief, tief. Bleib noch kurz dran. Okay. Wir hatten eine Pause. Squat Jump für 45 Sekunden, okay? Starte weit. Los geht's. Jump. Lande soft. Spannung im Bauch. Die Knie schiebst du raus und hol mit den Armen etwas Schwung. Deine Option, Single Squat. Kein Problem, wenn du soweit bist, dann steig wieder ein mit den Jumps. Und bring den Puls hoch, komm schon. Okay, schüttel die Beine aus. Squat Walk, Runde 2. Das heißt, wir gehen wieder tief. Schieben die Knie raus. Wir nehmen die Hände vor die Brust. Side to side. Okay, wer öfters bei mir in den Kursen ist, Runde 2 ist die Runde mit mehr Intensität. Tief, tief, ja? Lass die Beine brennen, lass die Beine arbeiten, durch tiefen Squat. Nice. Ja, immer dran denken, das sind nur 45 Sekunden. Bleib unten, komm schon. Gleich geschafft. Und stopp. Okay, wir wechseln die Übung, rechtes Bein, langer Schritt zurück, dann nimm die Hände in die Hüfte. Wir kommen zu den Lunges, 3 Runden, spann den Bauch an, starte, Single Time, tief und hoch, tief und hoch. Okay, ganz wichtig, 90-90. In beiden Knien, ja, das ist dein Winkel hier. Lass den Bauch fest, zieh die Schulterblätter zusammen und bleib so stolz in der Brust. Tief und push. Gleiches Prinzip wie in dem Block davor. Wir ermüden erst, dann springen wir wieder.
Hey, gleich geschafft auf der Seite. Und stopp. Schüttel aus. Links zurück. Lass die Hüfte gerade. Schulterblätter nach hinten unten. Hände in die Hüfte. Okay, wieder Singles. Tief und hoch. Tief und hoch. Lass die hintere Ferse gelöst. Schieb jetzt über die rechte Ferse nach oben. Ja, dann kriegst du den Booty auf der rechten Seite. Und tief und push. Jawohl. Geh schön den ganzen Weg und bring dein hinteres Knie tief. Also wie geht's euch? Seid ihr noch dabei? Es ist gerade ganz angenehm, gell? Keine Sorge, wir treiben den Puls nach oben. Wenn du möchtest, Jumping Lunges, ja? Optional, ein Backward Stepping Lunge. Los geht's. Jump, jump. Ja, finde dein Tempo. Du kannst springen oder du machst den Backward Stepping Lunge, wie du willst. 90-90 in beiden Knien. Bring auch hier dein hinteres Knie tief. Wenn es nicht mehr geht, step back. Wenn du dann wieder kannst, steigst du wieder ein in die Jumps. Hey, kämpf dich durch. Nice. Okay. Kräftigungsphase vorbei. Wir treiben den Puls nochmal ein bisschen weiter hoch, okay? Seitliche Bewegungen. Eins, zwei, skate. Side to side. Starte nach rechts, okay? Komm in die Übung rein. Lass die Hüfte gerade. Dann kreuze vorne. Und dann ein Skate. Ja, dein Tempo. Wie du willst. Spann den Bauch an. Und hier gehst du schön tief. Ja, wir steigern uns in den seitlichen Bewegungen. Denn das ist Stufe 1. Und stopp. Stufe 2 war eine Stufe mehr. Shuffle, Touchdown, okay? Hol nochmal Luft. Starte weit. Down. Shuffle zur Seite. Und dann bringst du die Hände tief. Bleib aufrecht. Bleib stolz. Lass die Knie außen. Zieh die Schulterblätter zusammen. Jawohl, sehr gut. Okay, bleib dran. Ich weiß, es ist hart, 45 Sekunden, ne? Aber das macht dich fitter. Bin gleich geschafft. Und stopp. Okay, Stufe 3. Lateral Side Jumps. Optional Step und Jump, ja? Hol nochmal Luft. Und dann geht's los. Ja, letzte Phase hier, um den Puls nach oben zu treiben. Spring mit beiden Beinen ab, lande auf beiden Beinen. Nutz die Arme, um Schwung zu holen. Nice, come on, zieh durch, zieh durch. Okay, danach wird es ein bisschen leichter, zumindest für den Puls, okay? Bleib in Bewegung. Sieht sehr gut aus. Und stopp.
Okay. Kräftigung für die Beine haben wir geschafft. Wir kommen zur Kräftigung für den Oberkörper. Push-ups, 45 Sekunden. So viele du schaffst, so schnell du kannst. Idealer auf den Knien. Wir müssen hier lange durchhalten. Und tief und hoch. Ja, geh schön den ganzen Weg. Bring die Brust auf Ellenbogenhöhe. Rücken lang, Bauch ist fest und spann den Po an. Wenn es nicht mehr geht, dann nimmst du dir eine Pause, kein Problem. Steig dann wieder ein, wenn deine Arme wieder Power haben. Und stopp. Okay. Übung 2. Mountain Climber. Dein Tempo muss nicht schnell sein, ja? Bring die Hände unter die Schulter. Komm in den Plank. Rechts und links. Rechts, links. Und zieh die Knie nach vorne Richtung Brust. Lass den Po tief. Ja, du bist eine leicht schräge Linie. Dann zieh die Schulterblätter zusammen. Wenn es nicht mehr geht, mach eine Pause und steig dann aber wieder mit ein. Okay, letzte Übung für heute im Tabata. Hände unter die Schulter. Rück und zieh. Steig ein, wenn die Eins kommt. Beug die Knie und zieh dann ein Knie nach vorne Richtung Ellenbogen. Spann den Bauch an, spann den Po an und komm dann explosiv vor. Gleich geschafft. Halt noch kurz durch. Und stopp. Sehr schön. So, cool down einmal. Und dann hast du es auch schon geschafft. Atme weiter. Wir kriegen gleich ein etwas ruhigeres Lied. Steh mal auf. Ganz vorsichtig. So, alle noch dabei? Okay, sehr gut. Stell dich weit hin. Zieh einmal den linken Arm vor. Locker die Schulter. Hier musst du am Ende ganz schön arbeiten. Tausch die Seite. Halleluja, wir haben ganz schön geschwitzt. Der Puls ist oben. Ideal, um sich kurz auszupowern nach dem Homeoffice. Schüttel die Arme aus und sink dann einmal in den Squat. Schieb die Knie raus und verlager dein Gewicht. Side to side, damit du die Fußgelenke ein bisschen mobilisierst. Wir mussten viel arbeiten heute durch die ganzen Sprünge. Bleib mittig, stell mal die Hände auf, schließ dann leicht die Füße und lass dich einmal hängen. Greif die Ellenbogen und pendel einmal von rechts nach links. Spür, wie sich der Puls langsam senkt, sich die Atmung beruhigt. Dann nimm einmal die Hände, stell sie ans Schienbein, mach den Rücken lang und gerade. Schieb dein Gesäß nach hinten raus. Dann beug die Knie und komm langsam wieder nach oben. Roll einmal mit den Schultern. So, wir bedanken uns bei euch fürs Mitmachen und freuen uns, wenn ihr noch zum Yoga bleiben würdet mit der Valerie. Dankeschön.